Statt ihn aufs Brot zu schmieren, kommt der süße Aufstrich jetzt aufs Gesicht. Beim sogenannten Honey Cleansing wird die Haut statt mit einer gewöhnlichen Waschlotion mit Honig gewaschen. Wie das geht und was es bewirkt, verraten wir dir in diesem Video. So wirkt Honig. Wenn du dein Gesicht mit Honig wäschst, soll das nicht nur gegen Pickel wirken. Es soll außerdem die Haut schön weich pflegen und für einen strahlenden Teint sorgen. Honig ist für seine antibakterielle und entzündungshemmende Wirkung bekannt. Gerade bei unreiner Haut, Pickeln und sogar Akne soll Honig daher das perfekte Mittel sein, um die Haut zu klären, zu beruhigen und Entzündungen zu heilen. Wer keine Unreinheiten hat, profitiert trotzdem von der Wirkung des Cleansings, denn Honig ist außerdem ein guter Feuchtigkeitsspender und soll bei Falten und trockener Haut helfen. Honig und Wundheilung. Die junge Frau trägt eine Woche lang täglich Honig auf ihr Gesicht auf. Sie lässt ihn einwirken und spült ihn anschließend mit warmem Wasser ab. Das Ergebnis? Von Tag zu Tag wird ihre Haut reiner. Außerdem verschwinden jegliche Anzeichen von Allergien, die Haut ist perfekt mit Feuchtigkeit versorgt und fühlt sich angenehm weich an. Abgesehen davon, dass er die Haut rundum mit Feuchtigkeit versorgt, wirkt Honig auch regenerierend auf das Hautgewebe. Trägt man ihn auf eine kleine Wunde auf, verheilt diese schneller. Er wirkt direkt auf die Zellen und verhindert deshalb auch das Erscheinen unschöner Narben nach der Wundheilung. Und so funktioniert Honey Cleansing. Zuerst wäschst du dein Gesicht mit Wasser. Mit einem Tuch tupfst du vorsichtig das Gesicht ab. Es sollte aber noch etwas feucht sein. So lässt sich der Honig einfacher auf der Haut verteilen. Jetzt kommt der Honig. Wichtig: Bevor du den Honig auf dein Gesicht aufträgst, binde deine Haare zu einem Zopf zusammen oder benutze ein breites Haarband, um deine Haare aus dem Gesicht zu halten. Nun nimmst du etwa einen halben Teelöffel Honig, vermischst ihn in deiner Handfläche mit etwas Wasser und verteilst ihn dann im Gesicht. Am wirksamsten ist der Honig, wenn du ihn wie eine Maske für etwa 10 Minuten auf der Haut einwirken lässt. Mit warmem Wasser wäschst du anschließend alles wieder ab. Bereits nach der ersten Anwendung wirst du feststellen, dass sich deine Haut viel weicher und zarter anfühlt. Aber welcher Honig eignet sich am besten? Das Honey Cleansing funktioniert praktisch mit jeder Art von Honig. Waldhonig hat allerdings eine höhere Wirksamkeit, da in ihm mehr antibakterielle Stoffe enthalten sind. Außerdem ist eine gute Bioqualität empfehlenswert. Welche dieser Punkte kanntet ihr bereits? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.